Ja, herzlich willkommen, Kevin. Ich freue mich total, dass wir dir heute ein paar Fragen stellen dürfen. Gerne. Und meine erste Frage ist, also ich weiß von dir, dass du Satsang gibst, ich glaube in der Nähe von München. Und ist Satsang deine Berufung? Ja, es ist sowieso was Komisches zu sagen. Man gibt Satsang. Sat heißt eigentlich, ich bin. Und ich bin kann man nicht geben. Ich bin ist einfach. Und es ist meine Leidenschaft zu sein. Und insofern könnte man sagen, Satsang ist Berufung. Aber ich glaube, dass nicht jeder also Satsang geben kann, oder? Da muss man schon, braucht man da irgendwie Voraussetzungen oder wie ist dazu gekommen? Um Satsang zu geben, ist es nötig, im eigenen Sein zu ruhen. Ohne das ist es, sind es leere Worte oder ist es für die Katz letztendlich. Es kommt immer darauf an, was das Interesse des, was dein Interesse ist. Das ist der Schlüssel. Ich bin einfach nur hier und schau, was passiert. Aber ich denke mal, also, dass das nicht immer so war, dass du einfach hier gewesen bist. Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer hier, aber die Aufmerksamkeit gewohnheitsmäßig geht woanders hin. Die Aufmerksamkeit geht zu dem, was sich bewegt und zu den Gedanken oder zu Gefühlen oder irgendetwas. Auf jeden Fall irgendwo anders hin als hier zu dem, was das alles wahrnimmt. Und wenn man auf den Geschmack kommt, die Aufmerksamkeit ruhen zu lassen, das heißt bei sich zu lassen und nicht auf alles aufzuspringen, was sich bewegt, dann verändert sich etwas. Dann verändert sich die Qualität des Lebens. Und das war nicht immer so, dass meine Aufmerksamkeit nach innen ging. Und hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht oder bist du da? Ja, als Kind glaube ich, dann macht man sich über all diese Dinge nicht keine Gedanken. Man lebt einfach für den Moment. Und irgendwann habe ich mich suchend wiedergefunden und wusste aber nicht genau, wonach ich suche. Und ja, diese Suche, die endet nicht, außer man findet das, was man gesucht hat. Und da hat mich jemand aufmerksam gemacht. Wenn jemand den Finger auf dich zeigt und sagt, hier richte deine Aufmerksamkeit auf dich selbst, dann kann etwas zur Ruhe kommen. Also was kommt da zur Ruhe? Also dieses Ich-Empfinden? Du kannst es einfach direkt probieren, wie es ist, wenn du deine Aufmerksamkeit ruhen lässt. Wenn du einfach in dir ruhst, in deinem eigenen Sein, in deinem eigenen Bewusstsein. Die Aufmerksamkeit ist ja ein nützliches Instrument. Wir können eine Tätigkeit verrichten. Wenn wir die Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, ist also ein sehr wichtiges Instrument fürs biologische Überleben.
Aber wenn wir jetzt gerade keine Tätigkeit zu berichten haben, wir müssen nichts nähen oder ein Problem lösen, dann können wir sie einfach ruhen lassen und schauen, wie ist es, wenn wir ruhen? Wie fühlt sich das an? Ist das angenehm? Ist das unangenehm? Das lässt sich unmittelbar sofort überprüfen. Also in deinen Satsangs findet diese Überprüfung statt. Also die Menschen kommen zu dir und das ist dann so eine Art Anleitung von dir, oder? Ja, Menschen kommen aus unterschiedlichen Gründen, aber ich zeige letztendlich immer auf das eigene Sein zurück und lade dazu ein, zu prüfen, zu schauen, wie ist es, wenn wir in unserem eigenen Sein oder Bewusstsein ruhen und von dort aus den Moment wahrnehmen oder von dort aus sind oder unser Leben gestalten, unseren Alltag gestalten. Das ist die Einladung. Einfach zu prüfen, wir kennen die Gewohnheit, wie es ist, wenn wir ständig mit unserer Aufmerksamkeit nach außen gehen. Das haben wir ein Leben lang gemacht. Damit sind wir sehr vertraut. Und die Einladung ist mal zu probieren, wie es ist, wenn wir diese Aufmerksamkeit ruhen lassen. Wie sich das anfühlt, das ist ein Experiment. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe ja mit dir so ein kurzes Gespräch, Vorgespräch geführt und da ging es auch um Verwirklichung. Und das fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Also, kannst du da noch mal was zu sagen, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ja. Es ist nicht wirklich ein Wort, das ich benutze, weil das Wort in sich schon Verwirklichung drückt aus, es müsste etwas passieren, was noch nicht ist. Und das ist missverständlich, weil wir sind, wir wissen, ich bin. Kein Mensch hat Zweifel daran, dass er ist, dass er existiert. Für mich bedeutet Verwirklichung, die Aufmerksamkeit dort zu belassen, dort ruhen zu lassen, bei dem ich bin, bei dem, was sich bewusst ist. Das heißt, Verwirklichung ist nicht etwas, was zu erreichen ist durch lebenslange Übung, sondern ist unmittelbar sofort möglich, indem ich einfach mit der Aufmerksamkeit bei dem bleibe, was alles wahrnimmt, bei mir selbst, bei dem Sein. Ja, also da sind die Geschichten auch drin verschwunden oder versunken oder das hat gar keine Geschichte. Was hat keine Geschichte? Verwirklichung? Für mich, und ich vereinfache Dinge gerne, und gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lebe von einem Platz aus, wo ich meine Aufmerksamkeit nach außen richte, und alles, was sich bewegt, mit dem muss ich mich beschäftigen. Oder ich lasse meine Aufmerksamkeit in diesem Moment hier ruhen. Dann kann ich trotzdem wahrnehmen, was passiert. Ich kann ein Gespräch führen wie jetzt, aber meine Aufmerksamkeit ist hier bei mir. Die Aufmerksamkeit hat die Qualität, dass sie nach außen geht. Das hat einen Grund. Das hat mit unserer Biologie zu tun. Als biologisches Wesen wollen wir überleben. Das heißt, wir müssen achten als Lebewesen darauf, gibt es eine Gefahr im Außen?
wenn ich etwas auf mich zukommen sehe, dann muss ich wissen, muss ich mich jetzt schützen und meine Hand hochhalten, beispielsweise. Das ist die Aufgabe der Aufmerksamkeit, ist unser biologisches Überleben zu sichern. Wir müssen Aufmerksamkeit auf etwas richten, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Heutzutage ist es relativ einfach, weil das der Supermarkt ist. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, wenn wir etwas reparieren wollen, das kaputt gegangen ist, das für uns wichtig ist. Aber wenn diese Aufgaben nicht nötig sind, so wie jetzt in diesem Moment, müssen wir nicht auf Nahrungssuche gehen oder uns vor etwas schützen. Können wir sie einfach ruhen lassen. Nur ist das nicht unsere Gewohnheit. Wir können es aber zur Gewohnheit machen, wenn es uns interessiert, wenn wir sehen, wow, wie das ist, einfach zu ruhen. Wenn wir auf den Geschmack kommen und sagen, wow, das ist göttlich oder das ist, ja. Ja, danke erstmal. Danke. Ja, mich beschäftigt so ein bisschen so ein ganz praktisches Beispiel mit dem in sich ruhen. Wenn ich zum Beispiel auf einer Fortbildung bin und der Dozent erklärt eben vorne was, dann muss ich ja meine Aufmerksamkeit nach außen richten, um dem zu folgen. Und wenn das dann über einen längeren Zeitraum geht, dann merke ich, dass ich verloren bin. Also ich kann das so eine halbe Stunde oder so, kann ich das so gleichzeitig halten und dann verschwinde ich aber in dem Raum. Und ja, habe ich mich gefragt, was dir dazu einfallen würde. Auch das kann man üben, Moment für Moment nur. In diesem Moment kann ich üben, mit meiner Aufmerksamkeit bei mir zu bleiben und gleichzeitig auf das einzugehen, was du sagst, gleichzeitig zu versuchen zu erfassen, was deine Frage ist. Und so können wir, wenn wir in eine Veranstaltung gehen, das üben. Schon bevor der Sprecher den Mund aufmacht, einfach da zu sein, sich den Stuhl zu spüren, auf dem wir sitzen, die Lehne zu spüren, wenn wir eine Lehne haben, die Füße auf dem Boden, wirklich hier zu sein, verkörpert hier zu sein. Und wenn der Vortrag beginnt, kann ich diese Aufmerksamkeit weiter hier behalten. Mein Körper einbeziehend mit der Aufmerksamkeit auf meinem Sein und auf das, was den Vortrag oder dieses Gespräch jetzt hier wahrnimmt. Und das kann ich schauen, ist das möglich? Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist fast komplett bei mir und gleichzeitig ist es möglich, einen Teil der Aufmerksamkeit zu dirigieren auf das, was praktisch Aufmerksamkeit erfordert. Ja, ich gehe ja in ein Seminar, weil ich etwas erfahren möchte und lernen möchte. Und insofern muss ich einen Teil meiner Aufmerksamkeit dorthin richten. Zu schauen, ist das möglich? Das können wir Moment für Moment, in diesem Moment überprüfen. Ist es möglich, dass wir uns in dem Gespräch befinden und gleichzeitig primär bei uns sind? Und wie ist das, so zu sein? Und das ist Übungssache natürlich, weil die Aufmerksamkeit, weil wir es gewohnt sind, mit allem zu gehen, was sich bewegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Seminar bin und ich bin dort, weil ich dem Sprecher zuhören möchte. Und wenn es dann um mich herum raschelt oder Dinge passieren, kann ich lernen,
diese Dinge beiseite zu lassen und meine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Auf mich, auf mein eigenes Sein und auf die Tätigkeit, die gerade ansteht, in dem Fall eine Präsentation zu folgen. Diese Fähigkeit haben wir. Das ist kein Kunststück. Jeder kann das ganz leicht, wenn das Interesse groß genug ist. Wir können auch gleichzeitig abwaschen und Musik hören, zum Beispiel, wenn wir einen MP3-Spieler haben, oder abwaschen und uns überlegen, was wir kochen werden. Also wir können multiple, die Aufmerksamkeit auf zwei verschiedene Dinge gleichzeitig richten. Und für mich ist es lohnend, die Aufmerksamkeit nie vom eigenen Sein weggehen zu lassen. Das empfinde ich als hilfreich. Und gleichzeitig kann ich meinen Alltag bestreiten und tun, was zu tun ist, bei mir bleibend. Und das ist ein Experiment, das man eingehen kann. Man kann das immer wieder versuchen. Natürlich wird die Aufmerksamkeit anfangs wandern wollen. Diese Gewohnheit haben wir praktiziert, könnten wir sagen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und wenn wir merken, die Zeit ist reif, ein neues Experiment einzugehen, mit menschlicher Aufmerksamkeit zu experimentieren und zu schauen, ob es eine friedvollere Art und Weise gibt, sie zu hüten. Das ist die Einladung. Ich glaube, das hört sich so nach Somatic Experiencing an, nach der Methode. Also es erinnert mich, glaube ich, daran. Kennst du die? Ja. Genau, und würdest du sagen, dass man das mit diesem, mit der Methode, mit dem Werkzeug, wie man das jetzt nennen möchte, gut erlernen kann, mit Hilfe eines Therapeuten, oder? Ja, das kommt natürlich immer auf den Therapeuten drauf an. Somatic Experiencing hat verschiedene sehr hilfreiche Werkzeuge. Viele von uns nehmen ihren Körper gar nicht wahr und leben von hier aus. Und Somatic Experiencing, das ist eine Traumatherapie von Peter Levine, ist sehr hilfreich, seinen Körper überhaupt in diesem Moment mit einzubeziehen. Nachzufühlen, was empfinde ich, was geht in meinem Körper ab, was nehme ich wahr. Das zu schulen, zu merken, was passiert. Das ist ja Information, die in unserem Körper stattfindet, Gefühle und Empfindungen. Wenn wir zu viel gegessen haben zum Beispiel, dann rührt sich irgendwas und sagt, stopp. Und wenn wir das nicht hören, was in unserem Körper passiert, dann wird das Leben unbequem. Dann wird sich das Leben heftiger melden müssen, um uns Signale zu übermitteln, die für unser Überleben, für unser Leben notwendig sind. Und so hat Somatic Experiencing verschiedene Werkzeuge, die sehr hilfreich sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einer Situation sind und wir sind von irgendetwas überwältigt, dann ist es hilfreich, einen Platz zu finden, in dem wir zur Ruhe kommen können. Eine Ressource zu finden. Für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt rausschaue, dann sehe ich einen schönen großen Baum vor meinem Fenster. Und dieser Baum ist für mich eine große Ressource, weil wenn ich ihn ansehe, dann fühle ich die Kraft des Baumes quasi in meinem eigenen Körper.
es langt schon allein die Vorstellung an einem Baum und ich bin sofort unmittelbar geerdeter. Das ist zum Beispiel ein Werkzeug, dass wenn Überforderung stattfindet oder wenn wir etwas betrachten wollen, das aber sehr traumatisch ist auf uns und uns sehr aufwirbelt, dass wir immer wieder zu einem Ruhepol gehen, bevor wir uns wieder dem widmen, was wir uns anschauen wollen. So gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die sehr hilfreich sind. Ja. Würdest du irgendetwas nennen können, was dir besonders geholfen hat auf deinem Weg? Was mir am meisten geholfen hat, ist, mich in das Feld eines Menschen zu begeben, der in sich geruht hat. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, egal wie aufgewühlt ich angekommen bin, bin ich innerhalb von wenigen Minuten zur Ruhe gekommen. Das war eine Erholungspause für mich von dem, eine Erholungspause, ja. Und das war sehr hilfreich für mich, immer wieder mich in so ein Feld zu begeben, bis ich gemerkt habe, dieses Feld ist immer hier. Dieses Feld wird kreiert, indem ich meine Aufmerksamkeit in mir ruhen lasse. Es ist nicht abhängig von jemandem, es ist einzig und allein abhängig, wo meine Aufmerksamkeit ist. Wir kennen das aber, wenn wir uns in ein Feld von einem Menschen begeben, dass das eine Wirkung auf uns hat. Wenn zum Beispiel zwei Leute in einem Raum sind und die streiten, dann fühlt sich das so an, dass man fliehen möchte. Oder mir geht es zumindest so. Oder wir gehen in die S-Bahn oder U-Bahn und setzen uns hin und merken, das fühlt sich nicht so gut an, wo ich gerade sitze. Und bei der nächsten Station setze ich mich irgendwo anders hin, wo sich das angenehmer anfühlt, das Feld der Menschen, die dort sitzen. Das war für mich sehr hilfreich. Was mich noch beschäftigt, am Anfang hast du gesagt, also wenn man jetzt in diesem Sein ruht, also dieser Überlebenstrieb oder so, der ist dann nicht. Das habe ich hoffentlich nicht gesagt. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Der Überlebenstrieb, der ist überlebenswichtig für diesen Organismus, der spielt weiter. Das heißt, Hunger passiert, Durst passiert, Sexualität passiert, weil der Mensch sich weiter vermehren will. All diese überlebenswichtigen Dinge laufen weiter. Der einzige Unterschied ist, ich ruhe im Sein und es ist viel leichter zu schauen, gibt es was, auf das ich reagieren muss? Gibt es was, das meine Aufmerksamkeit fordert? Ja, wenn man zum Beispiel Eltern, Vater oder Mutter ist und das Kind stürzt, dann braucht es, dass wir hingehen und das schauen, ist das in Ordnung und so weiter. Ne? Das läuft weiter. Und Ruhen im Sein läuft gleichzeitig auch weiter. Wenn das Interesse daran so groß ist,
dass man die Aufmerksamkeit dort, dass man den Wert sieht, die Aufmerksamkeit dort ruhen zu lassen oder hinzulenken. Wo ich so ein bisschen drauf hinaus möchte, ist also, wenn man jetzt krank ist oder sogar so krank ist, dass man weiß, dass man irgendwann sterben wird, dann ist ja auch so ein Überlebenstrieb noch. Kann man trotzdem im Sein ruhen? Natürlich gibt es Herausforderungen, die auf uns zukommen. Das heißt, wenn wir sehr große Schmerzen haben, dann ziehen diese Schmerzen auf Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist es durch Übung möglich, im Sein zu ruhen. Und dem, was Aufmerksamkeit zieht, ich meine, Schmerzen haben eine Funktion in der Regel, einen Teil der Aufmerksamkeit zu geben, um zu schauen, gibt es etwas zu tun, dass ich entweder die Schmerzen lindere oder wenn die Schmerzen durch einen Dorn verursacht wurden, dass ich dann schaue, was schmerzt überhaupt und ich ziehe den Dorn heraus. Ne? Aber was du jetzt ansprichst, Krankheit, auch chronische Krankheit, das kann eine sehr große Herausforderung sein. Das Leben präsentiert sich so, wie es sich präsentiert. Und wir haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir ruhen im Sein und gehen damit um. Oder wir gehen mit unserer Aufmerksamkeit ganz nach außen. Und wir können das leicht, wir können dieses Experiment jederzeit leicht probieren zu schauen, was ist hilfreicher. Es ist wirklich so einfach. Ein einfaches Experiment, das man immer wieder Moment für Moment durchführen kann und überprüfen kann, was ist hilfreich. Die Gewohnheit ist, mit der Aufmerksamkeit fast immer komplett nach außen zu gehen. Egal, ob es jetzt Krankheit ist oder welche Herausforderungen sich gerade präsentieren. Das kann eine Beziehung sein, die schwierig ist, oder wir befinden uns in einer Arbeit, die uns zu schaffen macht. Oder auch der Alterungsprozess, oder der jeder Mensch dann irgendwann hat. Ganz genau. Der Alterungsprozess geht oft einher mit Einschränkungen, mit Dingen, die wir liebgewonnen haben, wie auf Berge zu erklimmen oder die dann vielleicht nicht mehr nötig sind, möglich sind oder nicht so möglich sind. Ganz genau. Ja, danke. Würdest du sagen, dass das, du hast ja eben davon gesprochen, sich möglichst in einem Feld von jemandem aufzuhalten, der ganz bei sich sein kann, würdest du sagen, dass es auch auf den Partner, also abfärbt kann man nicht sagen, aber ja, du weißt, was ich meine. Wo deine Aufmerksamkeit ist, in diesem Moment färbt auf dein Umfeld ab. Also auch auf deinen Partner, wenn dein Partner in deinem Umfeld ist. Nicht jeder wird das merken. Aber es färbt in jedem Fall ab, so wie auch genauso, so wie dein Partner drauf ist, färbt auf dich ab. Ja? Ach, ist das bei dir auch noch so, wenn jetzt jemand total aufgebracht ist und mit dir spricht, dass es trotzdem noch bei dir was auslöst? Ganz genau. Ne? Das ist also ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wenn man in sich ruht, dass bestimmte Dinge nicht mehr passieren. Das Leben lässt sich nicht austricksen. Wenn jemand wütend ist in meinem Umfeld, dann fühlt sich das meistens sehr unangenehm an.
für mich. Und dann bin ich gefordert zu schauen, hat es jetzt was mit mir zu tun? Oder bin ich jetzt nur zufällig, stehe ich neben jemanden, der wütet, in der Straße zum Beispiel oder so, dann gehe ich ein paar Schritte weiter, weil das ist wie wenn du an der Baustelle bist. Da gehe ich auch weiter, weil es ist unangenehm. Ich habe Kinder, wenn meine Kinder klein waren, die interessieren sich für Baustellen, Bagger und so weiter zuzuschauen. Das ist ein guter Grund, da zu bleiben, wenn es einen erhöhten Stressfaktor gibt, weil da ein Lernprozess stattfindet, ein großes Interesse ist. Das tut man dann sein Kind zuliebe. Aber alle Gefühle können auftauchen. Und in sich zu ruhen bedeutet nicht, dass unangenehme Gefühle aufhören. So wie ich das Beispiel hatte vorher, wenn wir zu viel essen, wenn wir zweimal so viel essen, wie wir eigentlich Hunger haben, dann wird es unangenehm. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und wir lernen durch diese unangenehmen Gefühle. Das sagt uns, das gibt uns ein Signal und sagt, hier hast du zu viel des Guten. Hier stimmt was nicht, letztendlich. Ne? Also ich glaube, mit anderen Erwachsenen fällt es den meisten relativ leicht, wenn die aufgebracht sind oder besonders traurig sind. Aber wenn die eigenen Kinder zum Beispiel in der Pubertät sind, dann ist es ja wie so ein Ungleichgewicht. Also so geht es mir, dass ich mich dann oft frage, muss ich jetzt doch was machen, muss ich nichts machen? Also machen, da kommt dann wirklich dieses Wort machen. Ja, das frage ich mich dann oft, wenn das so eine Jugendliche ist, die andererseits denke ich, dass ich eh nichts machen kann. Also. Ja, auch da hilft es zu ruhen im eigenen Sein. Bei Jugendlichen in der Pubertät, da tut sich sehr viel, da ist hormonell sehr viel passiert. Da ist auch ein Befreiungs-, ein sich befreien wollen vom Diktat der Eltern. Ihr Leben lang mussten sie das tun, was die Eltern ihnen aufgetragen haben. Und es ist ganz natürlich, davon frei sein zu wollen. Wir als Eltern haben natürlich, solange das Kind oder der Jugendliche nicht in der Lage ist, seine eigene Wohnung zu finanzieren und sein eigenes Leben zu finanzieren, haben wir Aufgaben und eine Rolle zu erfüllen. Und die bedeutet auch, Grenzen zu setzen, wo der Jugendliche unsere Grenze überschreitet. Ne, wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn seine Anlage in diesem Moment laut auftreten will und ich höre dich nicht mehr, dann muss ich einen Konflikt riskieren. und das kann eine sehr große Herausforderung sein als Eltern, weil dann kommt halt oft eine Reaktion, die sehr impulsiv ist und ja, die dann, du kennst das halt, ne? Und das einfach nur klar zu sehen, was da spielt, ist sehr hilfreich. Einerseits wollen wir an was festhalten, was aber aufzugeben ist. Also die Kontrolle, die nötig war für das Überleben des Kindes, wird immer weniger nötig, je älter sie ist, je älter die Kinder sind. Das kann für viele Erwachsene schwierig sein, Kontrolle abzugeben. Letztendlich ist es ja in unserem Interesse, dass unsere Kinder frei werden, schnellstmöglich. Dazu müssen sie experimentieren und Fehler machen. Es ist also ein Balanceakt. Und gleichzeitig, wenn sie zu Hause sind und sie lassen ihr Geschirr stehen und räumen das nicht weg, obwohl man das schon 100-mal... Also gleichzeitig müssen wir als Eltern dranbleiben und unserer Rolle gerecht werden.
in jedermanns Interesse. Ruhend im eigenen Sein ist das viel angenehmer, als wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit zur Thematik, also die ganze in die Thematik verlagern. Das ist meine Erfahrung. Ja, das kann dann schnell zur Hölle werden, wenn man da komplett reingeht. Ja. Okay. Kevin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also dieses Ruhen im eigenen Sein erfordert jetzt auch keine bestimmte Praxis oder Tradition, oder? Die Praxis, die es erfordert, ist, wenn ich merke, das ist hilfreich, wenn ich merke, das ist, wie ich leben möchte, das ist. Für mich ist das wie das Paradies, im eigenen Sein zu ruhen. Die Aufmerksamkeit nach außen zu richten, ist ein sehr, sehr starkes Muster. Wir haben das jahrelang praktiziert. Das heißt, es wird immer wieder passieren, dass die Aufmerksamkeit nach außen geht und wir das vergessen, unser Sein. In dem Moment, wo es uns auffällt, holen wir die Aufmerksamkeit zurück. Das ist eine Praxis, die, ich sage jetzt mal, zigtausendmal am Tag wiederholt werden muss, bis sie zur Gewohnheit wird. Und darf ich dich noch fragen, wie das irgendwie angefangen hat, das Interesse für das Sein? Und ist die Geschichte nicht mehr so wichtig? Gut, ich habe nie so ein Interesse entwickelt am Sein. Ich wollte einfach glücklich sein. Und nachdem ich gelitten habe, ist ein Interesse entstanden, das Leiden in Glücklichsein zu verwandeln oder zu. Und ich denke, das ist für die meisten Menschen ähnlich. Wir begeben uns, wir irgendwann haben wir das Gefühl, es fehlt was. Wir sehen uns als getrenntes Wesen und da ist die große bedrohliche Welt. Und hier fehlt was. Und wir begeben uns auf die Suche nach dem, was fehlt. Wir probieren alles Mögliche. Als Kind probieren wir vielleicht, wenn ich das und das Spielzeug hätte, dann wäre alles in Ordnung. Und als Erwachsene, wenn ich nur eine Beziehung hätte, die gut funktionieren würde, dann wäre alles in Ordnung. Wenn ich nur eine Arbeit hätte, die mich erfüllen würde, wenn ich nur eine andere Wohnung hätte oder an einem anderen Platz wäre oder. Und dieses Spiel habe ich auch jahrzehntelang mitgemacht, bis ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert. Und dann habe ich ein Interesse entwickelt, zu untersuchen, warum funktioniert das nicht und gibt es etwas, was funktionieren könnte, um glücklich zu sein. Und das Wort ist eigentlich schon sehr schön, da auch so glücklich zu sein, weil da das Sein drin ist. Ne? Und meine Erfahrung jetzt ist, wenn ich das glücklich weglasse und mich auf das Sein fokussiere, dann ergibt sich das Glück von alleine, ohne dass noch zusätzlich etwas getan werden muss. Verrückt eigentlich, oder? Das ist so einfach. Es ist so einfach. Das einzige Problem ist die Gewohnheit. Die Gewohnheit,
diesen Platz für etwas zu verlassen, was vielversprechend erscheint. Sei es der Streit mit dem Jugendlichen im Nachbarzimmer oder was auch immer. Wenn wir diesen Platz verlassen, das ist meine Erfahrung, wird das Leben zur Hölle. Und wenn wir das erkennen, dann ist der wesentlichste Schritt schon gemacht. Dann haben wir ein Geschenk, das so kostbar ist. Wenn wir ein kostbares Geschenk bekommen, dann gilt es, das zu hüten, damit das Geschenk nicht in Vergessenheit geraten kann. Dieses Geschenk hüten wir am besten, indem wir die Aufmerksamkeit zu dem richten. Immer wieder, bis es zur Gewohnheit wird. Und wenn man sich jetzt also so angesprochen fühlt von dem, was du sagst, man kann dich auch erreichen oder man kann auch tatsächlich zu dir kommen zum Satsang, ne? Also eine Internetseite hast du nicht, aber eine E-Mail-Adresse. Ich habe eine E-Mail-Adresse, man kann mich kontaktieren, möglichst nicht viele Worte schreiben. Das finde ich anstrengend, wenn man seitenlange E-Mails bekommt. Aber wer sich für diese Stille interessiert, der kann mich gerne kontaktieren. Ich glaube, das hat man jetzt gerade nicht gehört. Kannst du den letzten Satz? Wer sich für diese Stille interessiert, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Und hast du jetzt noch einen Wunsch oder ein Thema, wo du gerne mehr drüber reden möchtest? Ich rede eigentlich immer über dasselbe. Das habe ich jetzt ausführlich gemacht und wenn keine Fragen da sind, dann können wir einfach diese Stille genießen. Ich habe noch eine Frage, und zwar nennen wir es jetzt mal erwacht, dass du erwacht bist. Ist das so, dass du dann auch gerne mit anderen Erwachten zusammen bist? Also, oder hast du erwachte Freunde? Hat es eine andere Qualität? Geht es dir damit besser? Ich benutze das Wort erwacht eigentlich nicht. Das führt zu vielen Missverständnissen. Was du als Erwachen bezeichnest, das bezeichne ich als im eigenen Sein zu ruhen. Und da ist so eine Fülle, wenn wir in unserem eigenen Sein ruhen, dass es nichts weiteres bedarf. Menschen, die in eigenem Sein ruhen, sind eher eine Rarität. Das heißt, ich begegne ihnen nicht einfach so. Wenn man jemanden begegnet, der ruht, dann ist es natürlich sehr angenehm, mit denen zu sein, im Kontakt zu sein. Aber das Wesentliche ist, im eigenen Sein zu ruhen und von dort aus zu schauen, was ist stimmig, was ist zu tun, gibt es überhaupt was zu tun. Ja, Begriffe wie Erwachen und so, die kreieren oft eine Idee, dass es da um etwas geht, das wird mit allem Möglichen ausgeschmückt, was damit nichts zu tun hat. Dass man nicht mehr schlecht drauf sein kann, dass man keine schwierigen Gefühle hat. Und da entstehen alle möglichen Ideen. In sich zu ruhen, das können wir unmittelbar sofort probieren, wie es ist, wenn wir die Aufmerksamkeit dorthin richten. Wir kriegen sofort ein Feedback. Angenehmer oder unangenehmer. Zumindest diese Qualität können wir feststellen.
Da hätte ich jetzt doch noch mal eine Frage. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass, also wenn man jetzt anfängt, im eigenen Sein zu ruhen, dass das erstmal gar nicht unbedingt angenehm ist. Also weil auch so alte Geschichten oder irgendwas auch noch mal hochkommt. Es kann immer irgendetwas hochkommen, ne? Wenn wir uns angewöhnen, das, was hochkommt, nicht wegzudrücken. Das heißt, wenn hier was Unangenehmes in mir auftaucht, unangenehme Gefühle beispielsweise, dann kann ich das wegdrücken, indem ich auf YouTube gehe und mir irgendeinen Film anschaue zum Beispiel. Wenn ich sage, okay, wenn ich ein Interesse dafür entwickle, was geht da eigentlich ab in mir, ne? Was ist es? Was passiert da? Warum fühlt sich das jetzt unangenehm an? Ohne das weghaben zu wollen, sondern einfach nur aus Interesse. Wir alle haben uns sehr viele Muster angewöhnt, die wir schon seit Kindheit akquiriert haben, uns angewöhnt haben. Damals waren sie vielleicht hilfreich, jetzt sind sie nicht mehr hilfreich. Wir leben zum großen Teil unbewusst. Das heißt, irgendjemand sagt etwas und wir reagieren auf ein Schlüsselwort. Wir reagieren eigentlich fast die ganze Zeit auf irgendetwas, ohne dass es uns bewusst ist. Wenn wir uns dafür interessieren, bewusst zu leben, dann beinhaltet das, dass ich ein Interesse entwickle für Muster, die ich mir angewöhnt habe. Das heißt, ich entwickle ein Interesse, alles zu untersuchen, was mir Schwierigkeiten bereitet. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit dem Jugendlichen, täglich merke, da ist was, das reibt mich auf, dann entwickle ich ein Interesse zu schauen, ist es möglich, einen Umgang in mir zu finden, dass es mich nicht aufreibt. Ja? Ist es möglich, klarer zu sein? Ist es möglich, liebevoll Grenzen zu setzen? Oder was auch immer. Also es ist in dem Moment, wo sich irgendwas in mir tut, wo sich nicht gut anfühlt, ist das für mich eine Einladung zu schauen, holla, was geht da ab? Und eine Einladung, die ich willkommen heiße, weil ich ein Interesse habe, frei davon zu sein, frei von unnötigen Mustern. Das Muster, das ich vorhin angesprochen habe, zu entwickeln, mit der Aufmerksamkeit beim Sein zu sein, das ist ein hilfreiches Muster. Auch das gibt es. Ja? Oder wenn wir die Morgenstunde dafür nutzen, einen guten Anfang in den Tag zu haben, ob das jetzt, indem wir irgendwelche Übungen machen oder indem wir kurz innehalten oder was auch immer, welche Routine wir uns angeht, das sind hilfreiche Muster oder Angewohnheiten. Also hier findet immer eine Untersuchung statt, wenn irgendwas passiert, ein Konflikt mit einem Mitmenschen, das mich berührt, dann schaue ich, was gibt es da zu sehen für mich? Und da wäre es auch total okay, sich Hilfe zu holen, wenn man jemand anders da mal fragen. Absolut. Wenn ich selber nicht draufkomme durch meine eigene Untersuchung, dann kann ich mir Hilfe holen. Ist genauso, wenn plötzlich am Computer was nicht geht, dann schaue ich erst einmal, ist das ein Stecker oder was. Aber wenn mein Repertoire ausgeschöpft ist, dann hole ich mir Hilfe. In Form von Therapeuten oder so ein spirituelles Feld, was du eben also am Anfang angesprochen hast, ein Lehrer. Aber ich glaube, du würdest dich nicht als Lehrer bezeichnen, oder?
Gut, wir nehmen Rollen ein im Leben. Ne? Wir nehmen die Rolle von Mann ein, von Frau, von Kind, von Mutter, von Vater, von. Das sind Rollen. Und für Rollen braucht es einen Namen, um irgendwas zu benennen. Ne? Jeder Moment ist für mich letztendlich ein Lehrer. Ne? Wenn ich das Beispiel von vorhin nehme, es ist was passiert, da war ein Konflikt mit jemandem und ich merke, oh, das fühlt sich nicht gut an, dann ist das mein Lehrer. Dieser Konflikt ist mein Lehrer und lädt mich dazu ein, nach innen zu gehen, zu schauen, was ist mein Anteil daran, an dem, was sich nicht gut anfühlt. Also, mein größter Lehrer war meine Mutter letztendlich. Ne, weil ich meine, je nachdem, mit wem wir als kleines Kind die meiste Zeit verbracht haben und die intensivste Zeit, das Leben hört nicht auf zu lehren. Und das Lehren kommt in unterschiedlichsten Formen. Also jedes Mal, wenn ich einen Konflikt habe mit jemandem, ist das mein Lehrer beispielsweise. Nicht nur bei Konflikten, aber da ist ein großes Potenzial drin. Ja, danke. Ich glaube, ich habe erstmal keine Fragen mehr. Bela, hast du noch eine Frage, oder? Also ich fand das Feld sehr angenehm. Ja, ich genieße das mit euch beiden. Danke. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ja, mich sehr gefreut. Danke auch. Und danke an Angelika, die dich vorgeschlagen hat. Ja. Auch eine ganz liebe Person. Ja.